Der Hypatia-Stein, der 2013 in Ägypten gefunden wurde, ist ein ganz besonderer Stein. Er ist kein gewöhnlicher Asteroid, sondern stammt zumindest in Teilen nicht aus dem Sonnensystem. Aber woher? Jetzt wurde er genauer analysiert und offenbart ein sehr seltsames Innenleben. Klick zum Science and Fiction, herzlich willkommen. Ja, schon bei den ersten Analysen des Steins wurde Erstaunliches zutage gefördert. Der Hypatia-Stein besteht in seinem Inneren aus Diamanten. Und es war sehr schnell auch klar, dieser Stein bzw. Bestandteile kommen aus dem interstellaren Raum. Wir hatten ja letztlich hier über den ersten dokumentierten Vorbeiflug eines interstellaren Objekts berichtet, das so seltsam war, dass ein außerirdisches Raumschiff nicht ausgeschlossen wurde und das Objekt auch daraufhin untersucht wurde. Der Hypatia-Stein ist so seltsam, dass er wohl aus Bestandteilen, die von außerhalb unseres Sonnensystems stammen, besteht. Wie seltsam sein Innenleben ist, das wurde jetzt von einem Forschungsteam der University of Johannesburg in Südafrika untersucht. Und es ist tatsächlich verblüffend. Nicht in und an diesem Stein gleicht einem Stein hier von der Erde oder aus unserem Sonnensystem. Dabei sind die enthaltenen Diamanten noch ziemlich gewöhnlich. Sie sind wahrscheinlich durch den hohen Druck beim Aufprall auf die Erde entstanden. Und sie haben dazu geführt, dass der Stein so gut erhalten ist. Aber was sonst noch so in dem Stein enthalten ist, das ist nicht mit nichts hier aus dem Sonnensystem vergleichbar. Die Zusammensetzung ist ganz anders. Zitat aus der Untersuchung: Die Mineralmatrix des Steins unterscheidet sich deutlich von allem, was wir bislang in anderen Meteoriten gefunden haben. Selbst wenn wir die gesamte Erde zu Staub zerkleinern könnten, so erhielten wir eine durchschnittlich gleiche chemische Zusammensetzung dieses Staubs, wie wir sie auch in sogenannten Chondriten-Meteoriten finden. In Chondriten erwarten wir einen kleineren Anteil Kohlenstoffs und einen größeren Anteil Siliziums. Aber in der Matrix des Hypatia-Steins finden wir einen Großteil an Kohlenstoff und einen ungewöhnlich kleinen Anteil von Silizium. Zudem enthält der Stein einen hohen Anteil polyzyklischer aromatischer Kohlenstoffe, die sich ansonsten in interstellarem Staub befinden. Teammitglied Georgi Beljanin untersuchte das Innenleben des Steins genauer und stieß auf etwas wirklich Verblüffendes: reines Aluminium. Das gibt's auf der Erde gar nicht und kommt wahrscheinlich so auch nirgendwo im Sonnensystem vor. Und weitere Substanzen enthält der Stein, mit denen so niemand gerechnet hat. Die gesamte Zusammensetzung des Steins lässt für das Forschungsteam jetzt nur einen Schluss zu. Der Stein kommt nicht nur aus dem interstellaren Raum, jedenfalls bestimmte Anteile. Und diese Bestandteile, die sind auch älter als unser Sonnensystem. Und er ist bei sehr niedrigen Temperaturen entstanden, wahrscheinlich so bei minus 196 Grad Celsius. Ja. Und seine sehr exotische Zusammensetzung, die wirft jetzt einige Fragen auf. Wie ist unser Sonnensystem genau entstanden? Also aus welchen Gasen? Wie sieht es bei anderen Sternensystemen aus? Wenn die Zusammensetzung so anders ist, dann ist vollkommen unklar, wo er entstanden ist. Ja, er wird der Wissenschaft wohl noch einige Zeit Rätsel aufgeben und ob seine Herkunft überhaupt geklärt werden kann, das ist mehr als ungewiss. Wenn ihr über die neuesten Erkenntnisse dazu informiert werden wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken: interstellares Objekt Oumuamua, Rätsel gelöst. Ja, ansonsten bis dann, bleibt dran.